So ein Schmetterlingsleben ist scheinbar idyllisch. Herumflattern, hier und da eine Blüte besuchen, Nektar saugen. Es könnte perfekt sein. Würden da nicht überall Feinde lauern? Damit nicht das passiert, tarnen sich manche Schmetterlinge so perfekt, dass sie erst gar nicht gesehen werden. Sie verschmelzen optisch mit ihrer Umgebung. Erst wenn sie sich bewegen, fliegt die Tarnung auf. Ein anderer Trick, so tun, als sei man gefährlich. So macht es dieser Schmetterling, der Hornissenschwärmer. Auf den ersten Blick ist er kaum von einer Hornisse zu unterscheiden. Die echten Hornissen werden von vielen Tieren und Menschen gemieden. Ihr Stich, den sie zur Verteidigung einsetzen, ist sehr schmerzhaft. So einen Giftstachel wie die Hornisse hat der Hornissenschwärmer nicht. Er ist völlig harmlos. Durch die gelb-schwarze Warnfärbung signalisiert er trotzdem, Achtung, Gefahr droht. Er täuscht seine Feinde, indem er das Aussehen der Hornisse nachahmt. In der Biologie heißt das Mimikry. Der altgriechische Begriff Mimos bedeutet Nachahmer, Imitator oder Schauspieler. Der Hornissenschwärmer spielt also nur Hornisse. Auch das Tagpfauenauge macht Mimikry. Mit seinen Augenflecken starrt es seine Feinde regelrecht an, um sie sich vom Leib zu halten. Die Raupe des Weinschwärmers wendet den gleichen Trick an. Mimikry, mit der Feinde abgeschreckt werden, nennt man Schutzmimikry. Einen anderen Effekt hat die Lockmimikry. Hier bei der Fliegenragwurz zu sehen, eine Orchideenart. Sie imitiert mit ihren Blüten die Weibchen bestimmter Grabwespen, um die Männchen anzulocken. Fällt ein Männchen darauf herein, überträgt es Pollen beim Versuch, das vermeintliche Weibchen zu begatten. Diese Rafflesia-Blüte, die in Malaysia wächst, ahmt in Farbe und Geruch Aas nach. So lockt sie aasfressende Insekten an, damit diese Pollen übertragen. Ob Täuschung durch Anlocken oder durch Abschrecken. Mimikry hat sich in der Natur als erfolgreiche Strategie von Pflanzen und Tieren erwiesen.